Hey ihr Lieben, willkommen auf Kathis Kosmos. Heute ist Sonntag und damit wieder Zeit für die neueste Folge von Kathi Klatsch. Heute habe ich natürlich wieder jede Menge spannende News aus der Welt der Stars und Promis für euch. News Nummer 1. Giselle Bündchen geht in Rente. Das 34-jährige Topmodel ist jetzt in Sao Paulo in Brasilien seine letzte Runway-Show gelaufen und setzt sich zur Ruhe. Das kann sie sich mit schätzungsweise 400 Millionen Dollar, die sie im Laufe ihrer Karriere verdient hat, ja auch leisten. Was die schöne Giselle ab jetzt machen möchte, faul auf der Haut liegen, ist nicht wirklich ihrs, oder? Sie plant, ein Buch zu schreiben. Wir lassen uns überraschen. Babyalarm! Ganz London steht Kopf, denn in den nächsten Tagen, vielleicht auch nur Stunden, wird das zweite Royal Baby von Herzogin Kate und Prinz William erwartet. Und wie könnte es anders sein? Die ersten Fans und Journalisten haben sich auch schon vor dem St. Mary's Krankenhaus postiert. Und natürlich wird auch wieder heftig über das Geschlecht und den Namen des royalen Nachwuchs spekuliert. Und wie beim letzten Mal kann man auch darauf wetten. Bei den Jungsnamen ist der Favorit Arthur oder James und bei den Mädelsnamen setzt man auf Alice. Ganz ehrlich, Leute, lasst sie doch einfach in Ruhe entbinden. Alles Gute, liebe Kate, für die Geburt. Die letzte News handelt von Schauspielerin Selena Gomez. Die Arme ist zuletzt Opfer von Medien und Internet-Hatern geworden, die sich über ihren etwas unvorteilhaften Bikini, den sie im Mexiko-Urlaub getragen hat, mokiert haben. Ja. Als Antwort auf die doofen Hänseleien, sie sei zu dick und was auch immer, hat sie jetzt auf Instagram ein ziemlich heißes Foto von sich auch im Bikini gepostet. Selina, lass dich von denen nicht ärgern. Du siehst toll aus. Ja, das war's mit Kathi Klatsch für heute. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Bis bald auf Kathis Kosmos. Tschüss, ihr Lieben.